Ich bin 14, was nun? Diese Frage stellen sich alle 14-Jährigen und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler der NMS Losenstein. Dieser Beitrag soll eine kleine Hilfe sein, um eine Entscheidung zu finden. Soll es weitergehen in eine Schule oder über das Poly dann in den Beruf? Und um diese Frage ein bisschen zu erläutern, begrüße ich recht herzlich bei uns von der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen Herrn Direktor Leo Klaffner, von den berufsbildenden Schulen in Weiher Direktor Franz Opfgartner, von der HTL Steyr der Abteilung Art und Design Frau Bärbelhofer-Postowantschitz und ebenfalls von der HTL Steyr der Abteilung für Elektrotechnik Herrn Siegfried Obereigner. Und die Schüler und Schülerinnen haben sich etliche Fragen ausgedacht, die ich nun in ihren Namen weitergeben darf. Und die erste Frage gleich an dich, Leo. Für die Schüler immer interessant, welche Berufe stehen wir jetzt eigentlich nach der Schule dann offen? In welche Berufe kann ich einsteigen? Ja, nachdem unsere Schule schwerpunktmäßig Land- und Forstwirtschaft eben für den ländlichen Raum ausbildet, sind die Berufschancen in dem Bereich in der Holzbearbeitung, also Tischler, Zimmerer sehr stark gefragt und natürlich im Metallbereich der Landmaschinenmechaniker, der Schlosser, Metalltechniker, weil eben wir im ersten Jahrgang in der Praxis großen Schwerpunkt legen auf diese Ausbildung im Bereich Holz- und Metallbearbeitung. Aber natürlich steht bis zum Hochschulprofessor jeder Weg offen über Matura nachholen und Berufsreifeprüfung. Wie schaut es aus bei den höheren Schulen, Franz? Ja, wir berufsbildenden Schulen in Weiher haben ein sehr breites Spektrum eigentlich. Gerade die HLW ist ja eigentlich die Schule, die am vielfältigsten ausbildet und das geht also jetzt von den Büro- und Verwaltungsberufen hinein bis in die Tourismusberufe, Hotel, Service Management, Küche. All diese Bereiche werden durch die drei an der Schule geführten Schultypen gut abgedeckt. Und natürlich ist es so, dass der Weiterbildung heute großes Augenmerk gelegt wird und alle Fachhochschulen, Universitäten oder sonstigen weiterführenden Schulen und Ausbildungen stehen unseren Absolventen natürlich auch offen. Auch die HTL Steyr bereitet auf den Beruf vor? Natürlich, hauptsächlich bei uns in der Kunstrichtung Art and Design, die ja seit kurzem, kann man sagen, höhere Abteilung ist. Zuvor war es Fachschule, wir haben berufsspezifisch ausgebildet die Graveure, Graviertechnik, Schmuck, Goldschmiede und die Kunstschmiede, Metallplastiker. Und diese praktischen Fähigkeiten haben wir jetzt auf die Höhere übernommen und die machen natürlich den wesentlichen Bestandteil aus. Also diese praktische Ausbildung, diese handwerkliche Ausbildung, gepaart mit Gestaltung ist der Hauptteil und natürlich die zur Matura führt jede Richtung und damit sind die Wege studienmäßig natürlich auch offen. Ja, und für unsere Schüler war es interessant, die Frage in den Raum zu stellen, wie viele Stunden in den praktischen Fächern werden an ihrer Schule angeboten? Das heißt, nicht nur Theorie zu lernen, sondern auch Beruf schon an der Schule erleben. Das ist ein sehr typisches Element eigentlich der technischen Schulen, der HTLs, auch der Fachschule. Und wenn man jetzt das so in Richtung Stunden betrachtet, so kann man durchaus sagen, dass in den technischen Bereichen etwa ein Tag in der Woche in der Werkstätte unterrichtet wird. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Labors, also der praktische Unterricht umfasst einen sehr großen Teil der Ausbildung. Und genau diese Leute sind auch gesucht, wenn man in den Medien sich umsieht, Techniker mit praktischer Erfahrung, die finden also gerade in dieser Zeit jetzt also relativ schnell einen Arbeitsplatz. Das trifft auch für uns zu, dass man sagt, einen Tag Atelier ist Atelier und Werkstätte, zusätzlich sind dann noch zeichnerische Modellieren, zeichnerische Stunden Entwurf, diese
Umsetzung von Ideen aufs Blatt, also Sichtbarmachung, ist ein wesentlicher Teil unserer Ausbildung zu den theoretischen Fächern der Allgemeinbildung. Gerade in den berufsbildenden Schulen in Weiher ist der Praxis ein hoher Stellenwert geschuldet. Am stärksten ist die praktische Ausbildung natürlich in der Hotelfachschule, wo mehr als ein Drittel der Stunden aus dem Praxisunterricht kommen. Aber auch in der HLW und in der HLT ist ein Viertel bis ein Drittel Praxisunterricht. Zusätzlich kommen dann noch dazu die Praktika, weil in allen Schultypen in den Ferien dann auch noch vorgeschriebene Praktika absolviert werden müssen, sodass man also wirklich sagen kann, dass die Absolventinnen und Absolventen gute Ahnung von ihren zukünftigen Berufsfeldern haben. Ja, bei uns ist der praktische Unterricht mit einem Drittel der Gesamtstunden festgelegt und das erfolgt an 3 Halbtagen in der Woche. Zu je 4 Stunden sind die Schüler in den Praxiswerkstätten. Dazu kommt aber die Praxis, die sie zu Hause auf dem elterlichen Betrieb machen und zwischen zweiten und dritten Jahrgang eine 4-monatige landwirtschaftliche Fremdpraxis, ein bisschen weg von zu Hause. Vielleicht darf ich hier noch ergänzen, auch in der technischen Abteilung der HTL ist es auch erforderlich, dass man 2x4 Wochen Praktika macht in den Ferien. Und hier bietet sich die Möglichkeit, dass man zwischen vierten und fünften Jahrgang auch ein Auslandspraktikum absolvieren kann. Gerade so technische Schulen haben sehr viele Kontakte zu Firmen, die auch im Ausland beheimatet sind. Und unsere Schüler sind sehr oft eben unterwegs, wenn sie dieses Praktikum absolvieren, Amerika, Australien, irgendwo im Ausland, was natürlich auch durchaus viel Erfahrung bringt für sie. Den Schülern der NMS Losenstein ist die Ausbildung in Sprachen anscheinend sehr wichtig. Es haben ja auch sehr viele als zweite lebende Fremdsprache das Wahlpflichtfach Spanisch gewählt. Und da stellt sich für Sie auch die Frage, wie geht es in den anderen Schulen damit weiter? Bei uns ist so, dass Hauptfremdsprache Englisch ist und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Italienisch als Freigegenstand zu besuchen. Weiteres Stundenausmaß ist nicht vorgesehen, aufgrund der vielen praktischen Stunden wäre das dann eben nicht möglich. Ja, unsere Fremdsprachen ist die erste Fremdsprache natürlich Englisch, dann wird nach Angeboten Französisch als Pflichtzweitsprache und als Freigegenstandssprache im dritten Jahrgang wird Italienisch angeboten. Ja, wir haben Englisch als lebende Fremdsprache und zusätzlich bieten wir anderes Lebendiges an, nämlich Tanzen, Volkstanzen, Schurchplatteln und sonstige Aktivitäten im ländlichen Raum. Auch das steht natürlich im Leben, keine Frage. Für viele Kinder ist wichtig, welche Voraussetzungen muss ich jetzt mitbringen, um die Schule besuchen zu können, nämlich wie soll mein Zeugnis aussehen, damit ich an eurer Schule jeweils hoffentlich einen Platz finde. Für uns ist die Aufnahmevoraussetzung der positive Abschluss der 8. Schulstufe. Aber wichtiger ist mir noch, wenn die Schülerinnen und Schüler Liebe für Natur und für praktische Fertigkeiten mitbringen. Das ist die beste Voraussetzung für unsere Schule. Also im Prinzip könnte ich sagen, die gesetzlichen Voraussetzungen, wenn die gegeben sind ohne Aufnahmeprüfung und ansonsten eben mit Aufnahmeprüfung, die absolviert wird in Form eines schriftlichen Tests. Wenn der erledigt ist oder geschafft wird, dann ist es erledigt. Wenn das schriftliche nicht geschafft wird, dann gibt es auch noch eine mündliche Prüfungsmöglichkeit. Wie bei den Mittelschulen ist es auch bei den höheren und weiterführenden Schulen so, dass sie sich selbst profilieren müssen. Das heißt, dass sie eigene Schwerpunkte entwerfen, auf die sie ganz besonderes Interesse legen. Wie schaut es bei euren Schulen aus? Ja, der Schwerpunkt ist bei uns, weil wir eben eine land- und forstwirtschaftliche Ausbildungsstätte sind, ist der Umgang mit der Natur und ihren Geschöpfen. Das heißt also Landwirtschaft, Forstwirtschaft mit Holz, Be- und Verarbeitung, aber auch im Bereich der Viehwirtschaft nachgelagert die Fleisch, Be- und Verarbeitung und Vermarktung. Bei der Milch genau das Gleiche. Also, da haben wir unsere Schwerpunkte auf die Fachgegenstände aufgelistet und ein wesentlicher Bereich ist die Forstwirtschaft bei uns, die Holzveredelung.
Ja, neben dem, was sozusagen im schulischen Fächerkanon sowieso an Vertiefung drinnen ist, das ist einerseits im E-Tourismus-Management, das ist Gesundheit und Fitness und Gastronomie und Ernährung, besteht für die Schülerinnen und Schüler natürlich auch noch die Möglichkeit, sich zusätzlich zu qualifizieren, sei es jetzt ein Business English Certificate zu absolvieren, sei es jetzt eine Jungsommelier-Ausbildung, eine Käsekenner-Ausbildung oder eine Jungbarkeeper-Ausbildung zu machen oder sich im EDV-Bereich weiterzubilden. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr vielfältig. Ein besonderes Highlight vielleicht für die Schülerinnen und Schüler der HLW, die Möglichkeit, eine staatlich anerkannte Zusatzausbildung als Fit-Instruktor zu erwerben. Das ist also vor allem für diejenigen, die etwas sportlicher sind. Ja, es ist so, die Neigung geht ja gleich zu Beginn bei uns, ob es Schmuck, Graviertechnik oder Kunstschmiedebereich ist. Und da ist diese handwerkliche Ausbildung gepaart mit Gestaltung im Metallbereich, das birgt schon so viel, dass man da jetzt sagen muss, es gibt so viel, wo ich mich vertiefen kann, dass ich das jetzt nicht so, ob das das Fassen ist, ob das beim Gravieren, Maschinenarbeiten oder Waffengravur oder im Kunstschmiedebereich Restaurationen oder Schmiedetechniken, die eben vom Handwerklichen oder Stahl Kunst im öffentlichen Raum, also. Ja, nachdem unsere Schule umgeben ist von Industriebetrieben, speziell auch die Autoindustrie hier genannt, gibt es sicherlich Schwerpunkte in der Abteilung Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, dass man sich also diesen Firmen nähert, beziehungsweise Schwerpunkte auch von diesen Firmen in Form von Diplomarbeiten übernimmt. Des Weiteren im Bereich der Elektronik sind wir darauf bedacht, sowohl die Hardware gut zu unterrichten, als auch die Software. Und bei uns ist vielleicht nur vom Schwerpunkt her in der Ausbildung integriert die Jagdausbildung und der Traktorführerschein, was in der Landwirtschaft ganz was Wesentliches ist. Die Schülerinnen und Schüler fragen sich, was ist für mich die richtige Schule? Drehen wir die Frage aber nun um. Was sagt die Schule? Welcher Schüler, welche Schülerin ist bei uns richtig? Ja, wenn sich der Schüler, die Schülerin für Technik zum Beispiel interessiert. Physik ist ein Element, das möchte ich genauer ergründen. Ich habe das Bedürfnis, funktionierende Einheiten kennenzulernen. Wie funktioniert das? Einfach ein gewisses Maß an Neugier, dann kann ich mir vorstellen, dass das genau also diese Typen sind, die für eine technische Schule sehr gut geeignet sind. So, bei uns ist jede Schülerin, jeder Schüler gern gesehen oder gern willkommen, der Freude hat, was herzustellen, was zu basteln, mit den Händen was zu vollbringen, was sichtbar zu machen, wo es ins Dreidimensionale geht, zeichnen vielleicht, der gerne gestaltet, zeichnet. Was noch wesentlich ist, vielleicht, dass man, wenn man ja nicht die Möglichkeit hat, das auszuprobieren, das Schnuppern ist bei uns eine Möglichkeit, man kann am Vormittag bei uns verbringen und sich am Werktisch einmal ausprobieren, das Gefühl, ist das jetzt meins? Und dann ist es Freude, mit den Schülern zu arbeiten, wenn sie es gern machen und wenn es ihrs ist. Die Wege dann, wie man sie entwickelt, das kann man nicht vorhersehen. Also das heißt, es kann genauso eine andere Wendung nehmen, ich kann ganz was anderes dann machen, aber es ist einfach schön, wenn ich eine Ausbildung mache, die mir Freude macht. Und dann sind die Erfolge auch viel größer. Und es ist nicht so anstrengend und nicht so mühevoll. Es geht leichter von der Hand. Ja. Die Schülerinnen und Schüler, die wir gerne haben, das sind diejenigen, die einfach was lernen wollen, die Freude haben, sich etwas aneignen zu wollen, die vielleicht jetzt noch nicht in den Beruf einsteigen wollen, weil sie noch nicht genau wissen, in welche Richtung es gehen soll. Aber wir wollen auch diejenigen, die schon ein Berufsbild vor sich haben, das in etwa in der Hotellerie und Gastronomie zu finden ist, für die ist es natürlich auch gut, wenn sie bei uns diese Tourismusausbildung machen. Aber es muss einfach das Interesse da sein, es muss der Wille da sein, etwas zu lernen, etwas zu tun. Und
dann wird diese Ausbildung auch gut gehen. Ja, zu uns sollten Schülerinnen und Schüler kommen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb führen möchten, von zu Hause übernehmen können, aber auch Schülerinnen und Schüler, die im ländlichen Raum tätig sind und einfach der Umgang mit der Natur und ihren Geschöpfen für sie was Wichtiges dasteht. So nach unserem Leitsatz, nach unserem Ziel, wertschätzender Umgang mit der Natur und ihren Geschöpfen. Wer sich da beteiligen kann, der ist bei uns richtig. Wir sehen also, viele Wege stehen offen. Hoffentlich gelingt es, den richtigen zu finden. Mit unserer kleinen Gesprächsrunde haben wir versucht, in diese Richtung einen kleinen Beitrag zu geben.